Und damit recht herzlich willkommen zur Folge 8 der Real Madrid Trainerkarriere mit Carlo Ancelotti auf dem Kanal Betz YouTube TV hier in EA Sports FC 24. Wir spielen als nächstes in der Liga beim Spieltag 6 gegen Atletico Madrid, die aktuell auf Platz 1 sind mit 13 Punkten, wir auf Platz 8 mit 8 Punkten aufgrund unserer schwachen Phase aktuell in der Liga, einmal verloren, zweimal hintereinander unentschieden, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, und gerade in der Champions League auch gegen Union Berlin komplett unverdient 2-0 gewonnen durch zwei Abwehrfehler. Also das größte Problem ist eigentlich aktuell nicht mal die Offensive, obwohl die auch, die machen auch nicht ihre Chance, aber die Abwehr ist das größte Problem aktuell, komplett unsicher, komplett fehlerhaft. Das müssen wir in den Griff bekommen. Hier die heutige Aufstellung von Atletico Madrid, die heute in einem 5-3-2 halten spielen. Im Sturm Correa und Griezmann, auf der Doppel-6 Lemar und Saúl, auf der defensiven 6 Koke, der Kapitän, links Javi Kalan, in der Innenverteidigung Hermoso, Savic und Jiménez, als Rechtsverteidiger Molina und dann im Tor Oblak, auf der Bank Memphis Depay, Llorente, De Paul, Morata, Reinildo, Atli, Luetta und Grbić. Keine Ahnung, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe. Atletico Madrid heute mit einem Kick and Rush. Wer sich den Text durchlesen will, einfach kurz stoppen. Wichtige Defensivspieler Jiménez, wichtige Offensivkräfte Correa. Guten Tag. Wie haben Sie sich aufs Spiel gegen die Rivalen von Atletico Madrid vorbereitet? Ja, wir freuen uns natürlich auf das Derby. Es ist sehr schade, dass wir aktuell in so einer Krise stecken, sonst würde man sich natürlich noch viel mehr darauf freuen. Jetzt ist natürlich die Angst da, dass wir das Ganze wieder versauen. Aber ja, die Leistungen müssen besser werden. Real Madrid ist aktuell außer Form. Was sind die Gründe dafür? Ja, mir fehlen die Worte, aber um die Spieler jetzt nicht verrückt zu machen, sage ich einfach mal, ich bin schuld. Manchmal schaffen es die Spieler, den Druck einfach auszublenden und sich nur aufs Spiel zu konzentrieren. So als ginge es nicht um viel. Wie planen Sie heute eine engagierte Leistung? Ja, gebe ich Ihnen vollkommen recht, Sie haben vollkommen recht, die Spiele werden nicht ernst genommen, die Chancen werden nicht ernst genommen, die Abwehr nimmt das ganze Spiel nicht ernst. Und ja, man muss einfach den Spielern klar machen, dass jedes Spiel gleich wichtig ist. Vielen Dank, bitte keine weiteren Fragen. Hier die heutige Aufstellung von Real Madrid. Wie wir es kennen, im 4-3-3 mit hängender Spitze. Als Linkerflügel startet Vinicius Junior, über rechts Rodrigo, als Mittelstürmer Jude Bellingham, auf der Doppel-6 Toni Kroos und Valverde, auf der defensiven 6 Tchouaméni, Linksverteidiger Ferland Mendy, in der Innenverteidigung Eder Militao und Antonio Rüdiger, als Rechtsverteidiger unser Kapitän Daniel Carvajal, im Tor Thibaut Courtois, auf der Bank Rossellou, Luka Modric, Kamavinga, Brahim, David Alaba, Vasquez und Kepa, Kamavinga raus aus der Startelf aufgrund der aktuellen Form. Toni Kroos aktuell vielleicht ein Ticken besser, wird heute ausprobiert. Vielleicht kann er sich ja mal wieder beweisen. So, und nochmal herzlich willkommen hier zum Madrid-Derby. Atletico heute von links nach rechts in Rot-Weiß. Wir heute Real Madrid in Schwarz in unseren Auswärtstrikots von rechts nach links. Direkt hier Atletico Madrid mit Jalan vorbei an Carvajal. Carvajal sehr stark. Ein Wurf, sogar für uns rausgeholt. Rodrigo kehrt mit nach hinten. Ferland Mendy zu Carvajal auf die andere Seite. Ballverlust, doppelter Ballverlust von Valverde. Jetzt hier Lemar. Stark abgeblockt erstmal. Situation ist noch heiß. Stark. Eder Militao
Kriegt die gelbe Karte, ich weiß nicht für was der Schiri da jetzt gepfiffen hat. Anscheinend gibt es Elfmeter, ich weiß nicht warum. Schauen wir uns das nochmal an. Sehe ich keinen Kontakt, sehe ich nur Körper. Völlig falsche Entscheidung. 10. Minute, das Spiel kann direkt bitter losgehen. Ja, Griezmann macht's dreckig in die Mitte. 1-0 für Atletico Madrid durch einen Elfmeter, der für mich kein Elfmeter war. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu der Situation gerade sagt. Also finde ich eine Frechheit und dann auch noch gelb und dann macht er ihn auch noch so dreckig. Unglaublich. Bitterer Start direkt mal wieder zum Anfang. Vinicius Junior. Ecke für Real Madrid. Toni Kroos, der kommt nicht schlecht. Wieder Ecke. Und der kommt wieder nicht schlecht und auf der Linie gerettet von Molina. Toni Kroos und seine Ecken, das Zaubermittel vielleicht. Stark gemacht. Toni Kroos gefällt mir zum Anfang jetzt sehr gut. Stark gemacht von Thibaut Courtois. Jude Bellingham. Oh, schade, den muss er festmachen. Das war super gespielt. Du einfach durch. 2-0. Ich fasse es nicht mehr. Und da jubeln sie erneut wieder. Siebenundzwanzigste Spielminute, Korea. Zu einfach wieder den Ball hergegeben. Viel Platz. Abwehrfehler, doppelter Abwehrfehler, Elfmeter. Gelbe Karte für Rüdiger. Der spielt aktuell so ein Dreck. Und 3-0. Glückwunsch. Ich sag dazu nichts mehr. Habt ihr gerade gesehen, was die Scheißabwehr da gerade schon wieder gemacht hat? Abseits. Es läuft wirklich nichts. Die springen hintereinander weg am Ball vorbei. So, fast der nächste Abwehrfehler. Nächster Fehler. Wohin sollte der Ball? Ey, wirklich, es macht mir keinen Spaß mehr, mit dieser Drecksmannschaft hier irgendwas zu machen. Nächster Abwehrfehler. Ecke. Komm jetzt. Tempo. Tempo brauchen wir. Warum pfeift der Dreckschiedsrichter einen Angriff ab? Halbzeit 2. Wir haben gewechselt. Rüdiger raus. Wird jetzt erstmal ein Spiel
komplett aus dem Kader gestrichen im nächsten Spiel als Bestrafung für seine Drecksleistung in letzter Zeit. Das kann ich jetzt euch schon sagen. Alaba rein. Ecke. Torwart. Bellingham, kein Anschlusstreffer, mal wieder eine Riesenchance verhauen, eine hundertprozentige, muss man dazu sagen. Aber jetzt Anschlusstreffer, nicht jubeln, jubel doch nicht! Wie fühlst du dich denn gerade einfach? Nimm es doch mal ernst und nimm dir jetzt den Ball und feier dich hier nicht. Nächster Abwehrfehler. Also ich glaube, ich sollte mal einen Counter hier einblenden, wie viele Abwehrfehler wir hier machen. Wieder vorbeigerutscht. Ecke. Gelbe Karte Alaba, wer weiß warum. Vinicius. Keiner läuft hier mit. Vinicius. Spielt rein. Spielt rein. Mann! Stark gemacht. Nächster Fehler von einem Abwehrspieler. Sind alle einen Haufen wert, vor allem die Innenverteidigung, und spielen den größten Scheiß. Eckball, wir werden die Chance nutzen zu wechseln. Luka Modric für Valverde, Vasquez für Carvajal, Camavinga für Tchouaméni, im Sturm Joselu. Wofür gibt's denn jetzt einen fucking Freistoß? Schlechter Ball. Es macht mir null Spaß aktuell mit diesem Team. Joselu, Joselu, Anschlusstreffer 3-2. Wir werden jetzt komplett offensives Risiko gehen. Vorbei. Mann, spiel doch den Ball früher! Starker Ball, Courtois überwunden, Fehler. Griezmann macht das Ding fest. 4-2 gewinnt damit
Atletico Madrid im Derby gegen Real Madrid. Guten Tag. Wir haben heute gegen ein Team verloren, das in der Tabelle viel weiter oben steht. Das war abzusehen, oder? Nee, fand ich nicht. Also deine Fragen, ey. Informier dich besser, such dir einen anderen Job, wenn du zu blöd dafür bist. Bitteres Ergebnis, vor allem gegen Atletico Madrid, ja. Selbstvertrauen fehlt. Zwei Spiele, aber kein Sieg. Es wird auch wieder besser. Ein bisschen motivieren. Ja, vielen Dank, bitte keine weiteren Fragen. Ich bin froh, dass du mich aufhörst jetzt zu nerven. So, im nächsten Spiel geht es dann gegen Las Palmas. Die haben 0 Punkte. Also, wenn wir gegen die nicht gewinnen, dann können wir uns wirklich komplett abschreiben. Dann können wir uns komplett abschreiben. Da muss die Wende her gegen so einen Gegner. Ich hoffe, wir gewinnen da. Das motiviert uns dann hoffentlich. Und dann werden wir hoffentlich wieder weiterhin öfters gute Leistung zeigen. So ist erstmal mein Wunsch und meine Vorstellung. Bis zur nächsten Folge. Ciao, bis zum nächsten Mal.